Jo, hier direkt vor uns ein Worberer LKW, da geht einem doch gleich die Sonne auf. Guten Morgen, jetzt geht's zur Arbeit und schon ewig nicht mehr getan, aber ich habe heute Rennerot. Das heißt, ich kann wieder 4 Stunden schlafen. Naja. Stellen. Letzteres ist wohl wieder Rennerot und ich denke mal bei der zweiten, da soll ich fix 9 Uhr da sein. Und bis nach Rennerot von Siegen aus ist es nicht mehr so weit. Und Rennerot, wie man weiß, mittlerweile kann ich erst ab 14 Uhr. Das heißt, ich habe dann knapp 5 Stunden Zeitpuffer. Bin ich in Köln auf der A3 und wer die A3 in Köln kennt, ist es voll. Jetzt geht es so langsam wieder. Ausfahrt vor Ihnen. Genau, Gott sei Dank. Jetzt geht es auf die 4 Richtung Olpe. Olpe ist auch die erste Stelle, wo ich hinfahre. Da komme ich dann 7:45 an. Passt schon. Olpe nach Siegen, das ist dann auch nicht mehr so weit, bis 9 Uhr. Geht schon. Ja. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Kurz vor Rennerot, wie vorhin gesagt, jetzt habe ich 3 Stunden Pause und die 3 Stunden werde ich jetzt genießen und hier mal ein Nickerchen machen. Ich rauche mir jetzt mal einen Pinkeln, war ich auch gerade hier in dieser sanitären Abteilung hier. Ist wunderbar, besser als ein französisches Klo. Mein Vorhang ist auch schon zu und kurz ein Nickerchen, dann geht es ungefähr so um 2 Uhr weiter. Ich werde jetzt erstmal pennen und danach geht es weiter. Mal den Rennerot. Machen wir jetzt nix. Ja. So.
ist wieder mal keine Ware da. Nervt mich. Das ist zum Kotzen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das nervt mich, das ist einfach zum Kotzen. Warten, warten, warten. Ups. Muss ja nicht gleich umkippen. Naja. Gibt Schlimmeres, ne? Habe ich mit meinem alten Fahrlehrer mal gesprochen. In dem Thema Mini-Sattel, was man denn wirklich fahren darf. Aber der weiß das jetzt selber auch nicht aus dem Kopf, weil es ist klar. Wo fährt denn hier schon in Deutschland mal einer rum? Ne? Das ist ja immer noch eine Rarität und dementsprechend kennt sich nicht jeder sofort aus. Aber der klemmt sich mal dahinter und fragt mal seine Kollegen, wie das aussieht. Beim Internet steht so viel drin, aber nichts Klares, wo man sich dran festhalten kann, das ist jetzt so und so viele Tonnen, darfst du fahren mit dem und den Schein und dann ist gut. Nein, steht immer irgendwas anderes. Und deswegen wollte ich den jetzt mal fragen. Der ist wie vom Fach, ne? Mal sehen. Ja, ist ja richtig berauschend hier. Hier ist ja voller Hof. Pass mal auf. Richtig viel los hier, ne? Ja. Warten, warten, warten. Ätzend. Tja, wollen wir mal gucken, was hinten passiert. Machen wir mal. Nix, oder? Toll. Gehen wir einfach mal da hinten gucken, ob was los ist. Eine Palette habe ich jetzt. Scheiße. So. Jetzt mal hier meine Paletten. Aber das ist immer noch nicht alles.
say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. 'Cause Clifton Towers has a pretty young daughter and is mighty handy with a gun and a knife. Einkaufen für morgen, für die zwei Tage. Mal sehen. Süßigkeiten? Nö. Mittlerweile haben wir es Dienstag und jetzt bin ich 300 Kilometer auf der Fahrt nach Homburg, hole da ein Röntgengerät ab und einen OP-Tisch. Da bin ich auch mal gespannt, das erste Mal einen OP-Tisch. Laut Lieferschein liegt der sogar 300 Kilo, da werde ich schon mal Spaß haben auf der Hebebühne. Dann geht es nonstop nach Erlangen, genau, Erlangen. Das ist ja dann in Bayern, das sind dann auch wieder fast 400 Kilometer. Und dann verbringen wir die Nacht sehr wahrscheinlich in Geiselwind. Morgen früh um 9 Uhr lade ich den ganzen Rotz wieder ab und dann geht es zurück. Jetzt geht's noch. 21 Grad. Gutes T-Shirt-Wetter. Ich hoffe, ich werde gleich in Homburg schnell fertig. Ist wahrscheinlich eine Menge Arbeit. Aber es ist nur dieser eine Kunde und den bringe ich dann direkt morgen nach Erlangen. Hobby-Schumis, die merken noch nicht mal, dass die eigentlich nerven. Meine, ich fahre auf Pkw und ich fahre auch gerne schnell hin und her. Ach, jetzt haben wir wieder so einen, wenn man gerade vom Teufel redet. Ach, jetzt wird er doch nicht. Nee, ey. Jetzt kannst du mich mal. Arsch lecken. Ich überhole jetzt erst die LKWs. Nee, ich hasse das. Wenn du selber überholst, du bist auf der linken Spur, du bist ja selber nicht schnell, das ist ja ganz klar. Und dann kommen sie hinten angeschossen, bedrängen dich, geben dir noch, wenn es geht, Lichthupe, fahren links, fahren rechts, so wie der Kandidat jetzt gerade. Und die merken eigentlich gar nicht, dass die selber genau die Leute sind, die absolut nerven auf der Straße. Die meinen immer von wegen hier die scheiß LKWs und jetzt neuerdings ja auch die scheiß Transporter sind die schlimmsten, weil die fahren ja nur im Weg rum und die sind ja langsam und bla bla bla. Weil dass das die Leute sind, ja, guck nicht so doof, ey. Dass das die Leute sind, die uns an unserem Job hindern und gefährden, merken die gar nicht. Ist denen scheißegal. Hauptsache schnell ans Ziel. Hauptsache ich bin der King. Das macht es doch wirklich so. Das macht doch überhaupt keinen Spaß mehr. Du hast nur noch so einen Hals immer. Aber das muss man sich irgendwie mit der Zeit abgewöhnen. Muss man ein dickes Fell haben. Ist so. Überholen lassen hier. Und dann scherst du endlich mal raus, weil du auch mal möchtest. Nee, da gucken sie sich schon doof an. Jetzt. Na, wie weit haben wir noch? Ach du Scheiße, 194 Kilometer. Da geht noch was. Regenwetter, Grütze fix, Grütze fix, Grütze fix. Ich bin gerade unterwegs in München, meine Frisur sieht beschissen aus dank des Regens. Hinter mir, da Stachusbrunnen. Hinter mir,
Das Münchner Karlsruhe und richtig. Jesus lebt in München. Juhu! Bin ich bescheuert? Ja, ich bin bescheuert. Naja, bisschen was anderes. Scheiße, ich werde nass. Feuchtigkeit. Naja, heute mal nicht in so Arbeitsklamotten. Scheiße, jetzt fangen die sogar noch das Tanzen an. Das muss ich mir jetzt geben. Wir haben Juli. Oh, Verkehrsnamen. 652, 8 vor 7, Gefahrenmeldungen bei 1 Verkehrsservice mit Dominik Einzel. Schönen guten Morgen und Vorsicht, wenn Sie auf der B17 Landsberg Richtung Augsburg fahren. Zwischen Urlach und Lager Lechfeld liegt ein totes Reh auf der Fahrbahn und dann haben wir Neuigkeiten. Du willst sterben, du willst sterben. Kilometer stockend schon an der Dauerbaustelle. Sie verlieren da momentan 8 Minuten. Die Tendenz leider steigend, aber das kennen Sie um diese Zeit. Schnell und sicher ans Ziel. Der Bayern 1 Verkehrsservice. Jetzt neu mit Minuten. Stellen in der Sonne liebig. Haben wir kurz was holen müssen? Richtig, man sieht zwar nichts, aber ich fahre jetzt mal an den Sonnenuntergang. Ist das anders? Kiwi das! Ja, bam bam, es sind Sommerferien. Auch wir Bayern haben es endlich mal geschafft, ja, den Rallfahrer immer mit Sicherheitsabstand überholen. Viktoriastraße. Das ist jetzt Altschwabing. Preview. Sogar schon unsere Tour für morgen. Österreich, richtig. Es geht die wunderschöne Tiroler Aare entlang. Erst starte ich um 7 Uhr in Fettkirch. Da soll ich ein paar Stücke abholen für Gasthaus auf Münzing. Von Münzing fahre ich dann über den Aachenpass so nach Jenbach. Lad dort leere Holzkisten, Nockenwellenkisten für München. Die wird dann wahrscheinlich Wochenende haben. Ach, einfühlsam ist er für Sie heute. Thank you.
zwischen Karlsruhe Süd und Karlsruhe Mitte 4 Kilometer stockende Verkehr. Die Fahrbahn ist auf zwei Fahrstreifen verengt. A67 Mannheim Richtung Mönchhof Dreiecke. Zwischen Dreieck Darmstadt-Griesheim und Büttelborn gibt es Behinderung durch ein langsam fahrendes Wartungsfahrzeug. Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Aalen-Oberkochen und Agnesburg-Tunnel liegt ein Spanngurt auf der rechten Spur. Fahrt bitte vorsichtig. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Leonberg West und Kreuz Stuttgart 6 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim West 2 Kilometer Stop and Go. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Süd und Pforzheim Nord 2. Und A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Stuttgart, Feuerbach und Rhein. Da war unser lustiger Film. Hey. Schönen freien Tag noch, du faule Sau. Ach, schön, ich hasse sowas. Da überholst du einen, weil du zu langsam bist. Und ich fahre die ganze Zeit mit dem Tempomat, ja. Also ich ändere meine Geschwindigkeit überhaupt nicht. Kurze Zeit später, 2 Minuten oder so, dann dauert es noch nicht mal. Da überholt er dich wieder. Denkst du, okay, jetzt hat er es mal kapiert, jetzt fährt er doch schneller. Nach weiteren 3 Minuten kommst du den immer näher und musst den zwangsläufig wieder überholen. Ich hasse sowas. Warum können die Leute nicht einmal die Geschwindigkeit beibehalten? Ich fahre mit dem Tempomat, ich ändere meine Geschwindigkeit nicht. Meine Herren. Geil ist ja auch, jetzt war hier gerade 100, ja, begrenzt. Alle fahren ordentlich, ich habe ein Tempomat drin, super. Selbst wenn einer langsamer ist, dann kannst du mit dem Tempomaten schön gemächlich überholen. Die anderen machen das auch. Und kaum hast du einen LKW vor dir, dann brettern sie alle mit 140, 150 an dir vorbei, obwohl 100 ist. Und du musst mir in die Eisen gehen, obwohl du ganz gemächlich deine erlaubten 100 km/h fährst mit Tempomaten. Aber nein, es gibt immer noch linke Spur Hobby-Rennfahrer, die meinen, sie sind es und müssten jetzt voll überholen und die anderen dabei, ich sag mal, gefährden. Das nervt wie Sau, ey. Und für diese Hobby-Rennfahrer habe ich nur eins über. Damit ihr das mal merkt.
Frankfurt werde ich garantiert hier irgendwo was fliegen. Ja, normalerweise, ich habe ja natürlich bis morgen 9 Uhr Zeit. Ich würde ja eigentlich, wenn ich schon hier in Frankfurt bin, rüber nach Hanau zu einem Freund von mir, den Patrick. Aber dann passt meine ganze Zeitrechnung nicht, das ist scheiße. Ich habe natürlich Zeit, klar. Aber nach Hanau rüber sind auch nochmal 30 Kilometer, 40. Das ist ein kleiner Umweg, aber das bringt meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Weil ich will ja heute Abend noch irgendwie einen Standplatz in Geiselwind haben. Und will ja eigentlich auch noch meine normalen 9 Stunden schlafen. Deswegen, ich weiß nicht. Also nimm's mir nicht übel, ja, wenn ich doch nicht komme. Aber erstmal muss ich danken. So, gerade beim Tanken ist mir was aufgefallen. Hier hinten, jedes Mal, wenn ich gebremst habe, hat es immer so leicht gescheppert mit dem Widerstand. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was da hinten los ist. Vielleicht hat sich ja da auch was gelöst. Den Übeltäter gefunden. Scheiße, da vorne. Kacke. Ja. Trotzdem gut, dass wir es jetzt gemerkt haben, weil wenn da jetzt was kaputt gegangen wäre bis nach Bayern, dann wäre fast eine halbe Mille im Arsch und das ist auch nicht schön. Ich habe ja schon mal gesagt, alles kommt bei mir heile an, egal wie teuer, ob 50 Cent oder 50.000. Wobei das wäre jetzt eine halbe Mille gewesen, ne? Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. So. Scheißegal, auf geht's weiter nach Eggolsheim. Ist der doof oder was? Fährt hier mit 60 über die Autobahn. Und ich komm nicht vorbei. Fahr doch mal mit deinem scheiß holländischen LKW. Boah. Oh, da fährt mein Traumauto. Woran merkt man, dass ich jetzt wieder in Frankfurt bin? Verkehr hat sich geändert. Absolut scheiße sowas. Aber naja, kann man nicht ändern. Ich habe ja heute keinen Termin mehr. Dann geht das ja. Aber der Navi sagt jetzt schon 26 Minuten Stau. Ey. Machen wir das Beste draußen. Live.